Hallo und herzlich willkommen hier bei mir, bei Malkiel. Und ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen ersten Advent. Lasst uns zusammen das erste Lichtlein anzünden. Voilà, da haben wir das doch auch. Dieses Licht soll für uns leuchten, für positive Energie stehen, für ja, einen kleinen Funken Magie, den wir vielleicht alle ein bisschen brauchen. Und dass natürlich unsere Wünsche, unsere Herzenswärme in Erfüllung gehen in dieser besinnlichen Zeit. Ja, das finde ich schon mal, glaube ich, ganz schön. So, jetzt muss ich nur ein bisschen wegschieben, weil, lieber Adventskranz, wir brauchen ein bisschen den Platz, weil ihr seid ja nicht da, um den Adventskranz zu sehen. Hoppsala, tatsächlich ein Stück rausfahren. Sondern ihr seid ja da wegen Gartenlegen, gehe ich mal von aus, oder? So, dann schauen wir auch mal, was ist das Thema hier beim Adventsorakel? Was will uns das erste Licht sagen? Wir schauen erstmal rein in die Karten meiner lieben Freundin Colette Baron Reed. So. Und wir haben ja erstmal eine Sache dabei, wo wir uns erstmal alleine fühlen, wo wir denken, Mensch, das Licht, was jetzt vielleicht auch erleuchtet, ist erstmal gar nicht für uns. Dabei ist der Seelengefährte ja da, ja. Der Seelengefährte, den hast du auch schon, ja, schon ins Herz geschlossen, der ist schon da. Es ist aber hier mit dem Langmut, das ist die Karte der Geduld. ja, was will ich sagen? Ein bisschen die Geduld braucht ihr einfach noch. Es liegt dabei, was soll ich machen? Es kann es nicht ändern. So, dennoch lassen wir dieses Licht für euch beide leuchten und wir befragen einfach mal sinnigerweise das Tarot dazu. Das wird uns bestimmt nochmal eine andere Antwort geben. Übrigens, ja, dieses Orakel ist ein allgemeines Orakel. Es ist nicht für eine spezielle Person bestimmt, es ist für die Allgemeinheit. Somit kann es nie 100% auf deine persönliche und individuelle Situation passen. Dafür kann man mit mir einen Privattermin machen. Dann lege ich die Karten nur für dich. Ja, also das jetzt ist ein allgemeines Orakel. Ganz allgemein für die Gemeinschaft hier draußen. Nicht nur für dich, wo du es jetzt gerade schaust. Ja, muss es nochmal betonen. So, ich werde es jetzt auch in jedem Video sagen. Dann erspare ich mir dementsprechende Kommentare. So. Und wir ziehen einfach aus dem Tarot raus. Für die Gemeinschaft da draußen, für meine Community hier auf dem YouTube-Kanal, für alle Neuen, die dazukommen. Und natürlich herzlichen Dank für die Abonnements und für die Likes. So. Das Licht leuchtet und es gibt keine bessere Karte, die es zeigen könnte, als natürlich der Eremit. Der Eremit hat immer die Lampe dabei, die für das innere Licht, für das Erleuchten steht. Es ist die Erkenntnis jetzt auch zu einer Reife zu kommen. Die Suche nach dem Licht, ja, das ist die tiefere Erkenntnis dieser Karte. Und beide, sowohl du als auch er, suchen hier im Moment ihr persönliches Licht. Ihr Licht, was jetzt vielleicht auch in dunkleren Zeiten dir einen Weg weist, ja. Und vor allen Dingen ist es auch das Licht am Ende des Tunnels. Wenn du jetzt eine schwierige Zeit hattest, dann geht es jetzt sehr, sehr, sehr gut wieder voran. So. Was haben wir hier? Ja, wir haben 7 Schwerter dabei und wir haben 9 Stäbe dabei.
Das sind jetzt schon auch nochmal ein bisschen ernstzunehmendere Karten, denn sieben Schwerter ist immer die Vergeblichkeit, ja. Das ist die Schleue. Das kann auch so eine, wenn man schnell in der Auffassungsgabe ist, ja, wie die Luftzeichen, dann kann man damit auch mal so geistig überrumpeln, ja. Aber es ist wirklich so, die Karte zeigt auf der einen Seite eine verführerische List an oder eine passive Opferhaltung. Das heißt, du hast die Wahl, wo gehe ich rein, ja? Was mache ich? Welchen Weg schlage ich denn hier jetzt ein? Entscheide ich mich für diese Opferhaltung oder bleibe ich überlege ich mir, verführerisch zu sein, ja. Die Karte weist doch immer noch mal auf einen kleinen Verlust hin, also aufpassen, dass man jetzt eben nichts verliert, ja. Lass dieses Licht, was ich angezündet habe, wirklich auch dein Herz erfüllen, denn Angst ist kein guter Ratgeber und schon gar nicht, und schon gar kein positiver Wegweiser, ja. Also vielleicht quälen dich im Moment auch ein paar Albträume, ein paar Nachtmare, ja. Geh raus aus diesem Pessimismus, vor allen Dingen aus dem Gefühl der Verlassenheits- oder Trennungsschmerze, ja, Verlassenheitsängste oder Trennungsschmerzen, ja. Diese Bedrückung, die damit einhergeht, sind immer Qualen der Selbstzweifel. Also deswegen Selbstzweifel müssen und sollen hier auch wirklich raus, ja. Setze jetzt dem Albtraum, den du hattest, ein Ende. Und schwuppdiwupp passiert nämlich dann auch wieder Folgendes, ja. Dass wir hier erstmal die Kaiserin mit dabei haben, die wiederum dir die Liebe, das Vertrauen, die Berührung, die Verschmelzung, auch die Erfüllung gibt, ja. Die Sinnlichkeit, die Geborgenheit, die Sicherheit, ja. Positive Veränderungen und Erneuerungen, ja. Hier eine ganz lebendige, erfreuliche Entwicklung kommt. Vor allen Dingen wird deine Seele wieder genährt mit Liebe, mit Feuer, mit Leidenschaft, ja. Und alle negativen Emotionen werden hier beseitigt und rausgespült mit der Kaiserin. Das heißt, wir kommen in der Aufwärtsspirale wieder schön nach oben, was sehr wichtig ist, ne? Dann haben wir natürlich hier ihn wieder mit dabei als König der Schwerter. Dadurch, dass du auf einmal wieder fühlen kannst, die Positivität spürst und annimmst, ist die Herausforderung, das anzunehmen, kommt eine ganz andere Geisteskraft in dich hinein, ja, eine geistige Wendung, ja, also Aufregung, Abwechslung kommt hier wieder rein, ja. Es ist so, dass es auch eine Verschmelzung ist, auch eine Hingabe, aber eben, ja, es ist die Aktivität, es ist der Erkenntnisdrang, es ist jetzt Klugheit, da vorzugehen. So, und dann ist es so, dass man durchaus auch erkennt, was sind die Verletzungen, ja. Was sind die Verletzungen? Was sind die Dinge, die einfach passiert sind? Ja, also schließe der in diesem Falle die 10 Schwerter an dieser Position zeigen wirklich an, dass es das Ende dieses Zykluses ist, dieser Destruktivität ist. Ja, also das ist wirklich da, weil wir hier wieder ins, wenn wir hier in die Herausforderung, in das Gefühl gehen, können wir das hier abschließen, ja, und kommen dann, und das ist doch mal sehr, sehr, sehr schön, mit den 4 Stäben, dann in die Vollendung, in die Konzentration, in die Stabilität, in die Vereinigung, in das Überwinden von Gegensätzen, ja, und wir stellen diese innere Ordnung wieder her, diese innere Erfüllung, ja, du erkennst auch deinen Partner als Spiegel, das ist ja fast wie ein energetisches Seelengesetz, ja, und hier ist es wirklich so Anima und Animus zusammen, ne?
Innere Harmonie und ein lebendiges Miteinander. Das ist das, was hier kommen wird, ja. Aber du musst wirklich gezielt gegen deinen Schatten kämpfen. So, nehmen wir mal hier eine Karte raus. Wollte ich jetzt intuitiv, bevor ich ins Lenormand reingehe, habe ich jetzt intuitiv hierher gegriffen. Romantische Zeiten sind gekommen. Erkenne darin die Chance auf ein strahlendes Leben. Voilà. Das finde ich doch mal super. Und jetzt schauen wir mal diesen ersten Adventszyklus an. Gleich in der Aktivität die Partnerschaft, das Treffen in Kürze. Wow, Sehnsucht, absolute Sehnsucht auf beiden Seiten. Hier auch wirklich Hürden werden überwunden, werden niedergerissen, ja. Du hast eben noch diese Ängste und Zweifel bei dir stehen, ja. Auch vielleicht ist der Kontakt gerade abgebrochen. Dann wirklich, er wird wiederkommen, das sieht man hier auch schon direkt drin. Das sind falsche Hürden und Blockaden, die da waren. So, ihr seid noch gar nicht im Bild. Gerade immer mal gucken, nicht, dass das die letzte Karte ist. So, aber da liegt ihr ja auch schon mal wieder wunderbar zusammen. Da liegt ihr also auch wirklich zusammen, ja. Er löst sich hier, er kommt wieder ins Gespräch, doppelt sogar in seiner Position auch wieder die Meldung mit dabei. Du in der Anspannung, also diese Anspannung musst du wirklich loslassen, unbedingt. Ja, du liegst schon im Haus der Bindung drin. Hier nochmal die Verstärkung von tiefen Gefühlen, dieses Ohnmächtige, ja, dunkle Wolken am Mond werden durch die Maus genommen, also geht auch hier wieder raus. Was dann also im Umkehrschluss auch wirklich bedeutet, du läufst auf eine stabile Phase, stabile Zeit zu. Diese Bindung verankert sich absolut und kommt eben wieder ganz gut für euch beide hier rein, ja, also hier sieht man jetzt wirklich, dass er wirklich schicksalhaft an deiner Seite ist, stabil, treu, die treffen, also es geht wirklich, es geht wieder los, ja, es geht auf der ganzen Ebene wieder los und das finde ich eigentlich mal sehr gut. Er hat Sehnsucht, er findet dich anziehend, er möchte auch Sexualität mit dir genießen, auch seine Zweifel und Unsicherheiten überwindet er jetzt und wird Dinge zur Sprache bringen, die du so gar nicht von ihm erwartet hast. Du denkst immer noch, er verheimlicht dir etwas, vielleicht, dass da noch irgendwo eine andere ist, ist aber gar nicht so. Es ist keine Liebesverbindung drumherum, ja. Sicherlich jemand, der ein Auge auf ihn geworfen hat, das sieht man hier, ja. Aber er verkompliziert auch immer so die Gedankengänge und du auch. Aber wie gesagt, von seiner Seite ist da überhaupt gar kein Interesse dran, ja. Positive Aussichten, glückbringende Konstellationen für die finanzielle Seite bei dir. Veränderungen im beruflichen Bereich sind möglich, wenn du etwas verändern möchtest. Geheimnisse lösen sich, trennen sich. Er schlägt sein Buch auf und lässt dich drin lesen, ja. Auch gleichzeitig ist es so, dass er sich hier eben öffnet und damit auch Unwahrheiten enden oder eben Dinge, die du vermutest, die du in deinem Kopf dir zusammengesponnen hast, ja, werden also wirklich hier rausgehen. Es ist jetzt die Zeit der Ehrlichkeit da und das auf ganzer Ebene und Linie. Und das gefällt mir doch sehr gut. So, dann schauen wir noch einmal abschließend in die Kärtchen hinein, was wir da für eine Botschaft bekommen. Entspannung. Mit jedem Atemzug entspanne ich mich mehr. Und Bewegung. Neue Energie bringt mich in Bewegung, bringt euch in Bewegung. Also wirklich einmal tief durchschnaufen und dann geht's wunderbar los. Mucho, mucho amor.